Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in TS Classic. Ich bin mal wieder shoppen gewesen und zwar bei simtrain.ch, denn da gibt es jetzt den neuen SBB Tirudo oder anders bekannt aus der SBB RBE 501. Und das ist der schöne Zug hier zu unserer rechten Seite. Ja, ich war ein bisschen skeptisch am Anfang, ob das auch ein gutes Add-on ist, weil Simtrain ist manchmal so ein bisschen ein Überraschungspaket. Aber ich bin gar nicht mal so abgeneigt von dem Zug. Es ist wirklich nicht schlecht. Wir schauen uns das mal außerhalb der Pause an. Und bevor wir reingehen, schauen wir uns erstmal das Außenmodell an. Bei dem schönen Tirudo. Ich sehe den ja tagtäglich, aber ich fahre nicht oft mit dem. Und ich muss sagen, es sieht eigentlich weitestgehend vom Außendesign her ganz passabel aus. Die Drehgestelle schauen auch gut aus. Das kann man eigentlich so lassen. Ja, doch. Die Zugzählanzeigen funktionieren. Die zeige ich euch ein bisschen später noch. Und wir haben auch mehrere Innenansichten. Auch die kommen noch aus der Restaurantwagen. Ich meine, klar, die Leute, das ist Geschmackssache, die waren noch nie schön. Aber um die geht es auch gar nicht. Und hier nochmal hinten. Und wir haben Wappen St. Gallen dran. Das lasse ich übrigens im Editor anpassen, was man für ein Wappen hier dran hat. Ja, wir selber sind übrigens hier in Bellinzona auf der Gotthard-Strecke, wo wir dann eine kleine Testfahrt machen und werden auch die Sounds mal ein bisschen testen. Wir sind hier in einem Quick Drive, da startet er immer kalt. Und ich würde sagen, wir machen den doch mal gleich warm. Das ist der Führerstand. Sieht eigentlich auch nicht schlecht aus, so vom Detailgrad her. Wir haben ja ein ganzes Interface, wir können uns fast komplett umdrehen. Habe ich jetzt auch nichts auszusetzen. Wir haben verschiedene Quick Views für den unterschiedlichen Displays. Und hier, dieser Display, gehen wir mal auf die Gerade. Da kann man zum Beispiel die Zugart und das Zugziel auswählen. Das ist erstmal vordefiniert, was es so alles gibt. Und zum Beispiel Intercity 1, dann kann ich sagen Genf oder St. Gallen, Intercity 2, Lugano, Zürich, Intercity 3, Chur, Basel und so weiter. Ich werde tatsächlich jetzt mal SBB hier auswählen. Irgendwo sollst du es dann weiter hinten haben. Na? Okay, wir machen extra Fahrt. Und wenn wir jetzt nach draußen gehen, und jetzt mal hier auf die Seite schauen. Ach nee, bei der extra Fahrt macht er das gar nicht. Interessant. Dann machen wir es mal hier an 90. Macht das da? Auch nicht. Gut, dann könnte es sein, dass ich ihn erstmal aufrüsten muss. Das mache ich gerade mal schnell. Einmal so. Dann machen wir noch ETCS mit an. Da kann ETCS Level 2. Aber zu dem sage ich gleich noch was. Und dann machen wir die Lichter an. Und wir gehen nochmal nach draußen. Vielleicht jetzt. Nee. Lichter werden an. Interessant. Also ich weiß, dass es im Test funktioniert hat. Machen wir mal vielleicht eine Intercity-Fahrt. Intercity 61 vielleicht. Ich denke, es wieder nach vorne. Mal schauen. Auch nicht. Also ich bin mal sicher, dass es funktioniert. Nein, halt. Dass es funktioniert hat. Ansonsten nehme ich mal Intercity 5 nach Zürich. Ach. Ich habe es nicht bestätigt. Entschuldigung. Okay, dann machen wir nochmal die Sonderfahrt. Bei mir halt immer Chaos, ne? Step vergessen. So, SBB 1, extra Fahrt bestätigen. Probieren wir es nochmal. Jetzt steht es auch da. Wagen 1, extra Fahrt. Hier müsste dann Wagen 2 sein. Ja, genau. Wagen 3, extra Fahrt. Funktioniert, okay. Alles im Guten. Ansonsten können wir hier leider erstmal nichts bedienen. Ja, wir haben dann noch AFB-Vorwahl, die wir hier mit einstellen können.
Und das war die ETCS. Und zu der ETCS, ich bin auch kein Experte für ETCS 2. Ich glaube nicht, dass es authentisch umgesetzt ist. Das ist, glaube ich, eher sehr simpel und orientiert sich dem, was die Strecke so vorgibt. Denn ich bin mit dem jetzt auch schon auf einer Strecke gefahren, wo ich weiß, dass es da kein ETCS hat. Das geht halt an, also ist, glaube ich, nicht super authentisch. So viel mal da so. Aber das müsste dann eher ein Experte dann beurteilen. Ich sage, damit fahre ich de facto nie. So, wir können die Türen aufmachen. Wir machen das mal mit U. Ja, das mit der Bahnsteighöhe passt jetzt hier nicht so ganz. Das ist jetzt aber eher auf einer Strecke, das müssen wir mal ignorieren. Und ich kann das auch manuell wieder zumachen. Ich muss aber trotzdem, wenn ich jetzt einen Halt habe, T drücken. Mit U mache ich links auf, mit O mache ich rechts auf und mit L schließe ich wieder. Fängt es dann auch entsprechend authentisch an zu piepsen. Okay, ich würde mal sagen, wir fahren mal los. Ach ja, und die Hebel machen durchgehend dieses Geräusch, wenn man mit der Tastatur fährt. Gehen wir mal Schmackes. Reale Höchstgeschwindigkeit von dem Zug wäre 250 Stundenkilometer. Und ist in Italien unterwegs, in der Schweiz. Er darf auch in Deutschland fahren, sowie auch in Österreich. Wir haben 422 Sitzplätze, davon 117 in der ersten Klasse und 17 im Speisewagen. Darf ich da wirklich mit 100 rausdüsen? Ja, wird schon passen. Maximales Gesamtgewicht vom Zug bei voller Belegung sind 454 Tonnen. Kann auch in Doppeltraktion fahren. Und einzelner Zug hat 11 Wagen mit einer Gesamtlänge von 202 Motoren. 4 Wagen haben Antrieb. Wir 2 Motoren in Wagen C, E, J und K. 2 Endwagen mit Führerstand und Trafo, Wagen A und L und ein Wagen eben als Speisewagen, Wagen G. So, und da müssen wir schon mal bremsen. Dö, kommt 90. Was ETCS auf jeden Fall hier macht, ist, wenn ich selber nicht richtig bremse, dann bremst er hier zwangsmäßig runter. Das habe ich schon erlebt. Ja, und hier vorne ist es relativ ruhig. Draußen hört man entsprechend was. Ja, dass sie im Hintergrund die Sachen nicht richtig laden, das ist ein TS Classic, auch von der Distanz her. Passt mir jetzt aber ganz gut für die Performance. Und für unsere Testfahrt wird unser Endhalt Lavorgo sein. Wunderbar. Wie sieht es denn aus mit einer Cinematic Cam? Auch Zughorn? Gefällt mir. So, Freigabe für 120, das fahre ich doch gerne. Je schneller, umso besser. Maximum Schmackes. Okay, wir gehen jetzt mal kurz in das große Interface. Das wäre mal die Passagieransicht, zumindest eine davon. Ja, die Leute sehen gruselig aus. Wir können ja ein bisschen hin und her schalten. Geht dann hier so nach vorne. Moin, Kollege. Kann sich auch gerne hinsetzen. Es hat noch Sitzplätze. Und das war's. Ein Wagen weiter. Da sind wir hier im Zwischengang drin. Könnten jetzt auch wieder so nach vorne gehen. Okay, gehen wir eins weiter. Dann sind wir hier auf der Seite.
Du machst mir keine Zwangspresse. Ah, ja genau. Zwangsbremsung währenddessen. So, das sieht eigentlich auch ziemlich gleich aus. Haben wir vielleicht noch eine Ansicht im Speisewagen? Okay, hier können wir auf der linken Seite sitzen. Und auch wieder einmal so durchgehen. Da haben wir die Toilette und du schaust gruselig aus. Aber okay. Sogar mein Kind mit dabei. Sieht man jetzt auch nicht so oft. Okay. Nächster Wagen. Da hätten wir jetzt Bistro. Ja, es ist... Okay, ich wollte gerade sagen, es ist ausnahmsweise nicht geschlossen. Es ist natürlich geschlossen. Er schon wieder. So mitten im Gehen. Und wenn man möchte, dann kann man ein bisschen die Landschaft genießen. Von dem Bistrowagen aus. Okay. Dann haben wir die erste Klasse. Überschaubar. Haben wir Toilette? Das ist der Bistrowagen. Nochmal erste Klasse. Hier ebenfalls. Und das müsste jetzt das Ende hier sein. Ja, genau, da geht es mit der Retour. Und das war's. Also, Passagieransichten hat es zu Genüge. Da war man nicht sparsam. 125 hättest du gerne. Das darfst du gerne fahren. Was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe, ist die Bremsung bis zum Stopp. Ich habe nur so ein bisschen zwischendrin gebremst, um zu schauen, ob dieses ultra hässliche Bremsgeräusch wieder mit dabei ist. Was bei Simtrain teilweise drin ist. Das ist noch nicht, aber wir werden es dann spätestens in La Borgo sehen. Ob wir so ein hässliches Quietschen wieder haben. Aber ansonsten, ja, Geräusche sind okay. Eben, da vorne hört man fast nichts. Draußen passt's. Ich würde auch sagen, von den Fahrmotoren her ist es okay. Ah, da beschwert sich jetzt EDCS. Soll langsamer werden. Wunderbar. Also rein von diesen Zugarten, die man einstellen kann, kann man Intercity 1 bis 8 einstellen. 21, 51, 61, Interregio 13, 15, 16, 17, 26, 27, 35, 36, 37, 46, 65, 66, 70, 75 und 90. Dann hätte man auch Extrafahrt einmal geschlossen. Und Eurocity 1 bis 5. Einerseits Milano Zentrale, Wien Westbahnhof, Genua, Zürich Hauptbahnhof, München. Und dann halt in unterschiedlichen Richtungen zum Einstellen. Mehr erstmal nicht. Und Anmerkung gemäß Handbuch ist, bei einigen Verbindungen werden noch die Via-Ortschaft mit angezeigt. Zugverkehr dürfen wir da jetzt hier nicht so viel erwarten wegen Quickdrive. Aber es geht ja mehr so um das Fahrerlebnis hier. Aber ich muss sagen, doch ist bis jetzt eigentlich ganz angenehm. Sifa könnte man es natürlich auch noch mit einschalten. Mache ich jetzt aber nicht. Das Ding nervt mich nur. Aber es wäre möglich. Ich meine, ich könnte es mal testweise einschalten, damit wir es mal aktiv haben. Was ist der Hotkey? Drittel und Enter. Wenn ich das überhaupt im Fahren hier machen kann. Ach nee, steht schon da. Ich kann das nur im Stillstand machen. Gut, dann fahren wir ohne Sifa. Finde ich persönlich jetzt nicht so schlimm.
Ja, schon ein schöner Zug. Also wenn ich von der Arbeit heimkomme und in Olpen aussteige, zum Umsteigen, steht er jedes Mal am Bahnsteig. Ich glaube, dem, was ich da immer sehe, ist der, was nach Genf runterfährt. Muss ich mal drauf achten. So. Wann fängst du da an mit die 80? Jetzt. Please break. Ach, jetzt lass ich mach's einmal nicht. Jetzt setz mal, was passiert. Jetzt wird's gelb und dann gleich wird's rot. Ja, und jetzt bremst er selber. Und da muss ich mit eingreifen. So, wunderbar. Aber ja, wenn ihr jetzt ETCS-Profi seid und auch mit Level 2 euch auskennt, müsst ihr das selber testen. Aber ich glaube, das ist wirklich nur so eine primitive Umsetzung der ETCS. Aber für das bin ich ein bisschen zu wenig vom Fach, um das entsprechend einschätzen zu können. So, da wären wir in Blaska. Heute sehr wenig Verkehr auf dem Gotthard. Sehr untypisch. Machen die ganze Strecke für mich frei. Damit halt ja nichts passieren kann. Ja, es sind schon schöne Ansichten. Ist aber auch echt eine wunderschöne Strecke. Tö, 95 bekommst du. 8. Sind das jetzt 95 eingestellt? Wir werden es gleich sehen. Bisschen mehr Leistung, 80%. Jo. Ich schaue jetzt gerade parallel noch, ob ich im Handbuch noch was Interessantes finde, was man machen könnte. Aber die Steuerungen sind eigentlich relativ Standard. Meine Sonnenblende noch benutzen. Das geht. Ich kenne Leute, die finden das voll toll, ungefähr so zu fahren. So. Sonnenblende hat auch eine Taste. Das ist 8. Das wäre das da hier. Ob es mit dem auch geht. Na, wie geht's hier runter? Okay. Geht auch so. Ja, ansonsten von den Steuerungen haben wir einfach das übliche. Sanden, hau mich tot, Lichter, Einstellungen. Überschaubar. Wo geht's denn da hin? Oh, das ist der neue Tunnel, wie angedeutet.
Ich soll schon mal bremsen. Einmal auf 95 und wenn ich jetzt die Strecke noch richtig im Kopf habe, mach mal zweimal eine Schleife hier. Bis in mein Labor gesehen. Super Strecke, um Fotos zu machen. Da werden auch so oft Panoramafahrten hier gemacht. Noch keine einzige miterlebt. Aber würde ich gern mal. Und runter auf 80. Das bekommst du gerne. Ich war jetzt schwer mir überlegen, ob ich die Testfahrt nicht auf der Strecke Rosenheim-München mache oder auf den Brennitzer Linienstern. Hätte man die 250 mal ausfahren können. Das wäre schon cool gewesen, aber ich dachte, fahren wir lieber in der Heimat, wo er effektiv unterwegs ist. Da passt es dann, aber man könnte dann schon in der Zukunft mal mit Stehen mal auf einer Schnellfahrstrecke unterwegs sein. Beziehungsweise, ich spiele es ja gerade zum Release. Das ist, glaube ich, gestern erst rausgekommen, wo ich jetzt gerade das Video hier mache. Gehe ich mal davon aus, dass dann auf racing.de diverse Szenarien auftauchen werden mit dem Zug hier. Und dann werden wir da mal irgendwas fahren. Da kommt bestimmt was Spannendes. Eventuell sogar in Doppeltraktion. 400 Meter. Warum nicht? So. Jetzt geht's schön bergauf hier. Schaut euch mal hier diese Steigung an. Ja, herzlich willkommen in der Schweiz. Gerade ist nicht. Also wir kommen auf die Idee, einen extrem langen Tunnel zu bauen. So ist das jetzt hier schon die erste Schleife. Ist doch bestimmt irgendwie geil, einen manuellen Fotopoint zu finden. Vielleicht in der Kurve hier. Ich brauche ja auch noch ein Thumbnail. Ja, ich würde sagen, so ungefähr. Nice. Sehr geil. Neun Kilometer noch. Er meint, knapp halb wären wir da. Fünf Minuten. Werden wir sehen. So, die schauen wir gerade nebenbei die Wappen an. Da werden dann auch, wenn ich das jetzt richtig sehe, die Zugnummer mit angepasst. Geht von der RRBE 591001 bis 29. Da haben wir Wappen mit dabei wie Kanton Aargau, San Gotardo hat es sogar, Montesineri, Basel-Land, Appenzell, Innerhoden und Außerhoden. Gleich zweimal. Glarus, Bern. Und Wallis, Zürich natürlich. Simplon jetzt noch, Schaffhausen, Graubünden. Ja, sind ein paar nette mit dabei. Das Einzige ist, warum haben da ein paar von den
kein Wappen mit dabei. Warum ist das so? Das ist eine Anmerkung mit 1, aber da steht nicht da, was das heißt. Ja, und wer sich das ganze Add-on holt, der kriegt dann auch noch 4 Szenarien mit dabei. Einerseits die Girona über die Bergstrecke. Das wäre jetzt hier die Gotthardbahn. Und Bellinzona nach Ariola und Erstfeld, 75 Minuten. Ruhige Intercity-Fahrt mit dem Gliederzug. Dann haben wir Girona heute als Interregio am Gotthard. Das wäre Erstfeld, Ariola, Biasca, 85 Minuten. Eine Fahrt nach Originalfahrplan, der eingehalten werden muss. Es ist übrigens ein Buchfahrplan mit dabei für die Szenarien. Dann hätten wir noch drittes Szenario auf ungewohnten Weg nach Zürich. Das war die Strecke Zürich-Olten. Und da fahren wir von Olten nach Zürich, 45 Minuten. Und das ist eine Fahrt mit halt in Olten, Aarau, Lenzburg und Didikon. Und das letzte Szenario ist Überführung nach Basel, ebenfalls auf der Strecke Zürich-Olten. Und da fahren wir von Zürich nach Schitznach-Dorf, 35 Minuten. Und Beschreibung lautet, der vom Gotthard eingefahrene Zug soll weiter nach Basel fahren. Ja, das ist mal mit dabei. Wie gesagt, entweder ihr fahrt es dann selber im Quick Drive oder mit Wheel Drive. Kann ich mir jetzt nur empfehlen, wenn ihr Quick Drive Fahrer seid, dass ihr das Wheel Drive nehmt. Gibt es für sehr viele Strecken. Und dann einfach auf RailSim schauen, bis da mal was Gutes kommt. Und die tollen Szenarioplaner. Sagen die Tunnelgeräusche sind etwas laut. Aber da kann ich jetzt noch drüber hinwegsehen. Südele. Ja, ganz tut der ganze Spaß. 24,90 in Franken. Fast das gleiche dann in Euro. Ich würde sagen, für das Geld macht man jetzt hier nichts falsch. Eventuell kommt noch mal ein Sound-Update raus oder Community-Mod. Um das ein bisschen zu verbessern, aber jetzt so rein vom Fahrgefühl, vom Modell her, würde ich sagen, ist okay. Und schön, dass wir da ein bisschen mehr Schweizer Rollmaterial kriegen. Weil es hat ja doch schon mittlerweile einiges, aber da fehlt noch einiges, was da schön wäre. Aber schön. Ich freue mich ja schon auf die Streckenerweiterung von Zürich-Olten. Da wurde ja angekündigt, dass es da von Olten nach Bern weitergehen soll. Ich hoffe, das macht er nicht als... vermutlich wird das... ich bin mir gar nicht sicher. Also entweder es wird eine kostenpflichtige Erweiterung für Zürich-Olten, damit es dann eine Strecke ist, oder er macht es eine separate Strecke. Olten-Bern. Aber schön wäre es, wenn es dann eine gesamte Strecke ist. Das wäre ein Highlight. Was auch cool wäre, wenn ich jetzt Wünsche äußern dürfte, dann wäre es die Strecke von Bern nach Brieg. Das wäre geil. Einmal rein ins Wallis. Auch eine schöne Strecke. Dann aber mit der alten und der neuen Strecke rein. Und die alte Strecke wäre eine richtig schöne Bergstrecke. Neben hier der Gotthardstrecke. So, da vorne ist dann auch schon La Borgo. Sieht aber nach einem kleinen Bahnsteig aus. Yes. Beziehungsweise ich gebe einfach gar kein Gas. Ich bin ja noch zu schnell.
So, Bravo, jetzt bitte nicht verkacken. Halt erwarten. Ja, ist klar. Ja, vermutlich. Ja, da hinten. Okay, alles klar. Was? Sind noch ein Bahnsteig oder warum sind wir jetzt nach rechts? Okay. Warum auch immer, aber okay, dann sind wir halt hier rechts. So, jetzt haben wir die Bremsen rein. Wieso? Oh, wieso? Warum muss dieser Ultra-Quietsch-Sound drin sein auf die letzten Meter? Oh nee. Ich meine, das Bremsgeräusch jetzt bis kurz zu Schluss war noch okay, aber warum muss dieses Mega-Quietsch mit dabei sein? Oh, das gibt mir ganz fetten Daumen nach unten. Warum? Warum macht sie das? Oh, lass diesen Sound auch wenn dann einfach komplett weg. Das ist ultra nervig und nee. Also, wer einen Quick-Hack machen möchte, der sucht sich diesen Sound raus und löscht den dann einfach. Aber nee, das ist so unangenehm, dieses Quietschen zum Schluss. Und das machen sie bei so viel Zeugs bei ihnen, was man bei ihnen kaufen kann. Das verstehe ich nicht. Warum? Lass das lieber ganz weg. Also, liebes Team, macht ein Patch und tut diesen Quietsch-Sound weg. Das ist furchtbar. Aber abgesehen davon würde ich sagen, erstmal Daumen nach oben. Am besten nicht anhalten oder nicht komplett anhalten, damit ihr den Sound nicht habt. Aber ja, ich habe schon schlimmere Items gesehen. Also, ja, also von der Benotung her jetzt, würde man jetzt sagen, 1 ist das Beste und 6 ist das Schlechteste. Würde ich jetzt mal sagen, 2 minus zuerst mal. Ja, ich denke, das ist soweit ganz fair. Wenn man jetzt natürlich. Das eben, mit EDCS, das kann ich nicht ganz so bewerten. Aber ich gehe mal davon aus, dass es einfach wirklich nur eine simple Umsetzung ist, beziehungsweise eher nur so angedeutet. Ist meine Vermutung. Gern korrigieren in die Kommentare, wenn ich da falsch bin. Wenn man sagt, okay, ich hätte auch gerne echtes EDCS, dann wäre es vermutlich eine Note schlechter. Aber das müsst ihr beurteilen. Das kann ich nicht machen. Bis dahin, ich wünsche euch was. Gute Fahrt, bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.